Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Red Achievement und zwar einfache Geometrie. Und für dieses Achievement müsst ihr Lady Ashwin im ewigen Palast auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem jeder Einsatz von Überspringen des Azerith sie getroffen hat. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir starten mit Lady Ashwin ganz normal in der ersten Phase und hauen langsam ihr Schild raus. Hier ziehen wir überhaupt keine CDs. Nada, niente, überhaupt nichts. Ihr müsst wirklich alles poolen, was ihr habt für die zweite Phase. Denn da brauchen wir den Burst, denn wir wollen versuchen, am besten nur eine einzige normale Phase spielen zu müssen. Warum ist das so? Und zwar, dieses Überspringen der Azerith sind diese Farben, die Spieler drauf bekommen und mit denen man eigentlich in der normalen Phase quasi die Korallen töten muss. Jetzt machen wir es so, dass wir den Boss in die Mitte ziehen, dass wir es ein bisschen einfacher haben. HT ploppen, alle CDs, die wir haben, und durchfeuern. Und wichtig ist jetzt, dass wir uns gleich richtig aufstellen. Jetzt kommen nämlich hier diese Farben und jeder dieser Strahlen muss dementsprechend durch den Boss durchgehen. Wirklich jeder. Heißt, wir ignorieren die Korallen, stellen uns um den Boss auf und schauen, dass alle Strahlen durchgehen. Hier ist vielleicht auch ein Heil-CD von Vorteil, dass dementsprechend, dass dementsprechend die Leute nicht sterben, denn diese Strahlen machen natürlich allen Damage. Wenn ihr da zusammensteht, gibt es auch relativ gut auf den Latz. Wichtig ist jetzt, ihr müsst das Achievement checken, wenn das noch weiß ist. Ist die Voraussetzung noch erfüllt? Wenn das rot ist, dann ist irgendein Strahl nicht durch sie durchgegangen und ihr habt es verkackt. Ja? Jetzt kommen hier nochmal die Strahlen. Ihr stellt euch wieder alle so auf, dass wirklich jeder Strahl durch den Boss durchgeht. Es ist quasi ein bisschen leichter, wenn sie quasi in Melee-Rage stehen und ihr seht, es sind alle durchgegangen, es ist weiß. Und wir haben den Boss in der ersten Phase umgeklopft. Easy. Ihr könnt natürlich auch das in zwei Phasen spielen. Das macht es wesentlich schwieriger. Einfach hat den Hintergrund, wenn ihr das natürlich so spielt wie wir, die Korallen zu ignorieren, habt ihr das Problem, dass ihr keine Korallen getötet habt und dementsprechend einen Haufen Blasen in der nächsten Phase haben werdet und immer mehr Korallen bekommt und das euch vielleicht wipen könnte, ich weiß es nicht. Deswegen mit ein bisschen Damage könnt ihr in einer Phase umholzen und dementsprechend ist es auch essentiell, dass ihr eure CDs am besten saved. Dann ist das Achievement nämlich ziemlich einfach. Sonst kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, weil ihr müsstet dann in der zweiten Nuke-Phase quasi ebenfalls alle Blasts durch sie durchhauen und ja, das macht es einfach ein bisschen schwieriger. Gut. Das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.